Achtung! Hilfeleistung Ölspur. Einsatz für KEF 1. Joho! Damit mal wieder herzlich willkommen. Huch! Zu Notruf 112, die Feuerwehr Simulation 2 mit meiner Wenigkeit. Ich grüße euch, Ja, haben wir mal wieder eine Ölspur. Und da gibt es auch mal wieder was Neues im Hause hier. So, wo ist denn der Kollege? Ach, der Kollege ist schon drin. Wahnsinn. Das ist immer schön, wenn der Kollege schon drin ist. Brett zu. Sehr schön. Und dann mal Abfahrt. Ja, so lobt man sich das doch, so lobt man sich das doch. 700 Meter. Einmal querfeld ein, wie das Ganze hier ausschaut. Und hier vorne einmal rechts. Schauen wir mal, ist diesmal nicht der LKW. Wir kennen ja schon die LKW-Geschichte vom Supermarkt. Das war jetzt nicht so aufregend. Schauen wir mal, wie es hier aussieht. Schauen wir mal, wie es da im Allgemeinen aussieht. Es gibt ja immer noch, ich weiß gar nicht, ob das Problem mittlerweile behoben worden ist, was die Dings da angeht. Ah ja, Parkhaus. Moin, Meister. So, kurz ein bisschen zurück. Sehr schön. Ding können wir schon anlassen, so ist es ja nicht. Absitzen, Ortsbegehung, let it go. Ich mach mal hier nicht die Mechaniker, sondern dit. Den Rest soll er mal selber machen. So. Sehr gut. Mal hier noch das Brett auf. Der macht die andere, macht dann das andere Brett auf. Diese Arbeitsteilung. Ey, Wahnsinn. Sehr schön. Und jetzt hängt unser Typ hier, oder was? Aber nicht verkehrt. Ich gehe da mal kurz hier zum technischen Assistenten, wenn das möglich ist. Du musst nichts machen. Alles gut. Servus. Moin Moin. Mahlzeit. So, auf der zweiten Parkebene hat ein PKW Öl verloren. Dabei entstand eine Öllache und die muss beseitigt werden. Ah, fangt schon mal mit den Arbeiten an. Wir kümmern uns in der Zwischenzeit darum, den Fahrzeughalter ausfindig zu machen. Er wird sich bestimmt über die Rechnung freuen. Ja, das ist, das kann ich mir durchaus vorstellen. Alles klar, gut, ja, jetzt lass mich doch gehen. Alles klar, machen wir an der Arbeit, ne? Wunderbärchen, so, schauen wir uns das Ganze mal an. Wie das hier so aussieht und aussieht. Auf der zweiten Ebene gucken wir uns das Ganze erstmal in Ruhe. Ach, hier! Ja, moin, alles klar. Kommen wir mit der Karre dort rein? Es könnte enge werden, ne? Ja, ich glaube nicht. Ich glaube, das wird nichts. Technische Hilfeleistung, Betriebsmittel abbinden. Und, das machen wir mal lieber so, ja. So, dann müssen wir den hier einmal rausholen. Ne, das war der Schlauch, vielen Dank. Das Ding brauche ich hier. Jo. Sehr gut. Ablegen. Sehr schön. Auffangbilder öffnen. So. Dann nehmen wir uns das Bindemittel. Flup. Sehr gut. Und dann latschen wir jetzt hier einmal hoch. Ach, hier ist auch eine Treppe. Ist ja, oh ja. Ja gut, für die Fußgänger, ne? Ist ja deutlich besser geeignet. So. Sehr gut. Dann benutzen wir hier noch den Ölflink. Sehr schön. So, lege den Gegenstand ab. Und dann haben wir hier. Ja gut, dann stelle ich das jetzt aber mal hier unten ab. Und dann haben wir uns einmal den Besen. Moin Moin. So, stelle ich das ganze Ding mal hier ab. Genau. Und cool. Sehr schön. Dann haben wir uns den Besen. Und machen das da oben mal sauber. Wäre es natürlich auch schön gewesen, wenn der Besitzer ja da gewesen wäre. So, gucken wir mal. Benutzen. Schön verstreichen hier. Sieht gut aus, sieht gut aus, sieht gut aus. Dann das Ganze hier noch. Jo. Sehr schön. Ah, das hat er soweit auch alles akzeptiert. Das läuft, das läuft.
Und jetzt ist die große Frage aller Fragen. Sind wir dann damit schon durch oder müssen wir das noch aufheben? Weil wenn wir hier schon so ein schönes Ding hier haben, diesen wundervollen Auffangbehälter, wäre es ja eigentlich vom Vorteil Fahrbahnreinigung. Ah, ein separater Tipp oder Tool oder whatever. Sehr schön. Dann haben wir uns das Ganze hier. Und dann wollen wir noch die Fahrbahn bereinigen, ganz klar. Ja. Weil vorher war es ja immer so, wir haben das Gelümpel dann einfach liegen gelassen. Was man auch so machen kann. Aber normalerweise wird es dann ja mit aufgenommen. Sehr schön. Jetzt benutzen wir das Ganze im Auffangbehälter. So läuft das doch. Servus. So. Sehr gut. Dann hätten wir das schon mal erledigt. Wenn er jetzt nicht permanent diese scheiß Animation machen würde. So. Ja, und das heißt, dann können wir ja hier einmal wieder offiziell zusammenpacken. Machen wir das Ding zu. Sofern ich denn hier mal rankomme. Halt. Hier war es doch gerade. Bin verpackt das Ganze hier. Gut, der Einsatz ist auch noch nicht so hundertprozentig fertig. Hier schließen. Flup. Aufheben. Flup. Sehr gut. Und dann einmal wieder hier reinstellen. Ne. So. Sehr gut. Nehmen wir das hier mit. Lübt. Einmal hier rein. Sehr schön. Einmal dit hier. Jo. Machen wir das hier einmal rein. Sehr gut. Und dann noch einmal die Bindemittel aufheben. Ja. Und nochmal ein bisschen was runtertropfen lassen. Wir haben es ja. Sehr gut. Brett zu. Sehr schön. Ach ja, Kollege, haben wir uns wieder aus der... Ne? Haben wir uns wieder aus der Dings, aus der Pause hier verabschiedet? Oder hier, kommen wir willkommen zurück. Mein Schöner. Würden Sie, wenn es geht, hier, Herr Kollege, würden Sie einmal das Brett zumachen? Das wäre ganz nett. Mal gehen wir hier auf dem A. Aber irgendwie will er hier das. Oh, machen wir die Hecktür nochmal auf. So. Dann machen wir die Hecktür nochmal zu. Aber offiziell können wir hier abreißen, wie das aussieht, oder? Naja, es sind noch ein paar Türen. Ja, diese Tür ist offen und will nicht. So, wir sind fertig, ne? Seid ihr schon fertig? Ja, ja, wir sind schon fertig. Ne, wir haben noch das Problem, Herr Kollege, dass die Tür nicht zugehen will. Das ist so gerade das Problem, ne? Aber gut, ich glaube, kannst du machen, kannst du nichts. Warte mal, ich gehe nochmal auf Absetzen. Dann gehen wir das Ganze ja nochmal durch. Und versuchen es dann nochmal zuzumachen. Weil man muss das Spiel manchmal ein bisschen streicheln. Ja, sehr gut, der macht die Tür wieder zu. Das läuft. Dann machen wir das wieder hier. Weil er halt noch den Befehl schließen drin hat. Aber er will hier die Tür, die will er nicht zumachen. Da hat das Kev keinen Bock. Aber gut, ist jetzt nicht allzu dramatisch, muss ich sagen. Ist egal. Weil wie gesagt, abrücken können wir ja nicht. Der Befehl wurde erteilt. Wir machen mal den Befehl hier weg. Ja, versuchen es jetzt hier nochmal. Der betält ja bekanntermaßen besser. Man muss ja das Spiel manchmal ein bisschen streicheln, was das Ganze angeht. Aber dabei will ich eigentlich nur abrücken. Ja, will ich gar nicht. Aber die Tür hat einfach keine Interaktion mehr. Ja, die ist halt einfach... Die existiert offiziell nicht mehr. Was jetzt auch nicht verkehrt ist. Ja, und selbst wenn ich den hier mache, normalerweise macht er dann den, dann macht er die rechte Tür. Aber interessiert ihn weniger. Naja, fahren wir so zurück, das passt schon alles. Wir haben das Ganze abgedudelt. Ich rede nochmal kurz hier mit dem Kopf, ob der noch irgendwas hat. Moin. So, habt ihr euch um den Ölfleck gekümmert? Ne, klar, Meister. Habt ihr den Typen, ne, den das Auto gehört? Das wäre die wohl größere Frage. Naja, gut, steig mal ein, fahren wir zurück. Und wenn die Tür hier offen ist. Das ist jetzt auch mal relativ egal. So, gehen wir hier rein. Achso, jetzt haben wir umgekehrt, ne? Sehr schön. Alter, fährt heute mal der Führungsassistent. Ist doch auch in Ordnung. So. Gehen wir kurz hier rein. Und dann fahren wir hier einmal zurück. Machen das ganze Ding einmal aus. Zack. Machen das hier unten aus. Jo, sehr schön. Haben wir zwar jetzt eine offene Tür, aber... Das ist jetzt auch nicht so dramatisch. Immerhin, das ist die Parkhausmission. Die ist momentan, wie ihr seht, vielleicht noch nicht so ganz, ne? Es kommt noch zu kleineren Problemen, deswegen kommen die halt erst später mit dazu. Wir fahren jetzt mit offener Tür.
einfach mal wieder durch die Stadt, ne, um den in der Bevölkerung auch mal zu zeigen, yo, das haben wir eigentlich immer an Bord. Deswegen, man muss es alles positiv sehen. Ja, ich würde aber sagen, sind wir auch schon wieder fertig, ne? So, das sind immer so kleine Quickie-Einsätze. Aber ja, die wollte ich euch einfach mal auch mit zeigen. Wir haben noch ein bisschen was vor uns, von daher passt das schon. Nun, in dem Sinne danke ich fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Video wieder, wenn ihr mögt. Lasst ein Däumchen, ein Abo da, wenn es euch gefallen hat. Ja, und bis dann, haut rein. Tschüssikowski. Tschüss.